Was geht? Jo, wie ihr schon lesen könnt, da hinten steht Förderschule. Jo, und zwar, ich bin heute nämlich ein bisschen rumgefahren, weil, ja, wie ihr auch seht, ne, ich bin jetzt hier ganz normal, steckt normales Outfit, nichts Besonderes an oder so, so wie sonst beim Lost Placen. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe echt null Equipment bei, ich habe gar nichts bei, ich habe wirklich nur mein Handy bei und die Drohne, aber ob ich Drohne hier fliegen kann, muss ich gucken, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall. Ich nehme euch ein bisschen mit. Ich werde euch nur viel von außen zeigen, nicht von innen, weil ich bin alleine, ich habe keine Taschenlampe, ich habe echt nichts bei. Aber falls ich das nächste Mal herkomme und das bis dahin nicht mehr da ist, dachte ich mir, mache ich ein kleines Video und dann habt ihr wenigstens was, wir haben was und cool ist es. Dann würde ich euch mitnehmen und ich wünsche euch viel Spaß. So, ich gebe mein Bestes. Ich habe einen Stabilisator mit reingemacht und ich filme jetzt die ganze Zeit nur mit meiner Hand. Ja, wie gesagt, hier ist schon so die ersten Räume so. Können ja mal ein Stück reingehen. Also hier waren auf jeden Fall so, na gut, war eine Mini-Toilette, würde ich sagen. Aber hey, immer noch alles da, war außer schon vieles kaputt, aber ja, ich glaube, ja, hier war dann die Frauentoilette. Ja, recht dunkel schon, werdet da nicht sehen. Ja, und hier war dann so anscheinend so dieser Kinderbereich oder so. Genauso wie hier. Also hier ist auch eine Tafel gleich neben mir. Bläserei war hier, aha. Steht ja an der Tür. Ja, dann haben sich schon welche verewigt. Ist ja cool. Oh, am 16.04. Ja, ist ja noch nicht ganz so lange her. Am 14.04., okay. Ja, also hier steht auch nochmal Bläserei. Ja. Und hier drüben, ah, weiß nicht, das wird dann wahrscheinlich so diese Kinderabteilung gewesen sein oder so. Hier noch mit Tische, Schränke. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Weil ihr wollt ja nicht nur das hier sehen, ihr wollt ja auch das andere noch sehen. Aber ich werde euch gleich sagen, in die großen Häuser werde ich halt nicht reingehen. So wie am Anfang schon gesagt, weil ich habe einfach null Equipment bei, ich habe wirklich gar nichts hier. Ja, auf jeden Fall hier ist Förderschule. Man kann ja mal gucken gehen. Also wie gesagt, Tür ist auf jeden Fall offen. Ist auch aufgebrochen. Krass. Hier scheint es auch mal gebrannt zu haben. Muss da mal die Tür langsam zumachen, weil da haben wir hier nämlich einen Stein hingelegt. Oh, hier wurde auch alles polizeilich abgesperrt. Hat es auf jeden Fall mal richtig gebrannt, weil man riecht es auch. Das riecht richtig extrem nach Brand. Nach oben gehen wir nicht. Wir bleiben, wenn dann höchstens unten. Mal kurz durchsehen. Gehört habe ich jetzt gerade noch nichts. Dachte, da wäre was. Ja, auf jeden Fall riecht das hier richtig krass verbrannt und überall auch so Kartons. Also hier hat doch jemand anscheinend richtig gelebt. Scheint aber gerade nicht da zu sein. Zum Glück. Ja. Weiß ich nicht, was das da waren, ob das mal Schränke waren oder so. Ja. Und hier war anscheinend so das Büro, Kopierraum, Bürozimmer und so was. Alles. Ich muss euch ja schon sagen, war so alleine ist das schon ein bisschen creepy. Ja, da hat man schon ein bisschen mehr Angst oder Bedenken. Also da geht es anscheinend auch noch lang, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Ich kann euch ja nur mal kurz so den Weg nach oben zeigen. Auf jeden Fall, es hat hier überall gebrannt und oben sieht das schon richtig cool aus, so, ne? Ja, los, komm, wir machen jetzt mal ein paar vage Schritte und gehen mal nach oben für euch. Weil mich interessiert es auch gerade, wie es hier oben aussieht. Weil eigentlich schon krass, dass das mal eine Förderschule war. Aha, offene Sprechstunde. Haben sie die Lehrerin bemalt. Naja. Krass. Richtig mit überall Räume. Einsturzgefahr. Dann werden wir da mal lieber nicht reingehen. Hier steht noch ein Besen. Was gibt's hier? Auch wieder ein Raum. Stehen sogar noch überall um die Namen dran. Was auch sehr faszinierend ist. Ist auch nicht mehr überall.
Ja, den Containerraum. Auf jeden Fall hat sie überall gebrannt. Und hier geht es auch gleich wieder raus. Ich glaube, die Chancen werden wir auch gleich wieder nutzen. Wir werden ja auch gleich wieder rausgehen. Und werden nur ein bisschen weiter anders den Weg gehen. Aber ich muss euch sagen, so ein bisschen die Mulme drin, geht, läuft mir da schon. Ja, denn ja, war auf jeden Fall hier noch ein Raum. Aber da sehe ich jetzt gerade nicht so viel leider. Spiegelt zu doll. Ja, wie gesagt, dann gab es da noch einen Raum anscheinend. Hier gab es einen Zwischengang. Dahinter ist dann die Sporthalle. Aber da gehen wir gleich mal hin. Mal gucken, wie wir jetzt hier am blödesten laufen. Man muss ein bisschen aufpassen, nämlich da vorne ist jetzt die Straße, da steht auch mein Auto. So, gehen wir hier lang weiter. Ah, hier war auch wieder ein Raum drin. Wenn da noch eine Tafel drin war. Na, hier geht es dann auch noch mal rein. Ah, hier liegt auch noch übelst viel drin, ey. Das ist voll krass, was da alles noch so drin liegt. Was man halt so, was ich jetzt quasi sehen kann, ihr jetzt natürlich nicht. Ja, sag mal, wenn jetzt Robert so damit dabei wäre oder auch mein Onkel eventuell dabei wäre oder so, dann wäre ich auch reingegangen. Weil, ja, wenn man immer zu zweit ist, ist es immer sicherer. Wenn man das alles alleine macht, weil alleine weißt du nie, ist einer drinne oder ich sag mal, man sieht irgendwas nicht und dann fällst du da irgendwo hin oder du tust dir irgendwie weh oder was weiß ich und das muss ja halt nicht sein. Da muss man jetzt ja nicht auf Risiko gehen. Auf jeden Fall schon krass, ey. Da haben sie schon richtig hier alt rausgerissen und da haben sie schon richtig so die Wand kaputt gemacht. Wahnsinn. Oh, guck mal hier. Scheint, ja, das ist eine ehemalige Küche. Da haben sich sogar welche in den Hocker eingestellt. Ja. Das ist eine ehemalige Küche. Da steht sogar noch irgendwas mit Essig. ja, wie gesagt. Hier ist so der Sportplatz, Fußballplatz, Basketballplatz. Hier war dann wahrscheinlich so kleines, ja, kleiner Schuppen so, wahrscheinlich wo so kleine Geräte drin standen oder sowas. Schon schade eigentlich, dass das alles so schon verlassen ist, weil eigentlich ist schon ein schönes Gelände, muss ich euch mal sagen. Weil hier ist auch schön groß, aber wie ihr seht, da hinten fahren schon die Autos. Also da können wir nicht zu weit hingehen. Jo. Da hätten wir auch noch mal irgendwie wie so eine Art Schuppen oder wahrscheinlich wie so ein Unterstand, dass die Jugendlichen und so da sitzen konnten, quatschen konnten. Ah, guckt euch das an, jetzt hat hier irgendwie überall gebrannt. Das ist total krass. Als ob das einer so mit Absicht angezündet hat. Hier war bestimmt so alles für den Hausmeister gewesen. Oh, hier kommen übelst viele Garagen. Also müssen wir schon wieder aufpassen, da hinten wohnen welche. Ah, hier. Einkaufswagen, da ist auch noch ein Haus. Keine Ahnung, da will ich jetzt aber ungern hin. Ah, hier, so Heizungsraum, haufenweise Garagen. Oh, guck mal hier, sogar mit Ausbildung. Richtig gewesen. Kann ich ja mal reingucken lassen. Dann gehen wir mal weiter gucken. Aber ich muss jetzt wieder weiter an den Garagen laufen. Weil da ist ein Haus und weiß jetzt nicht, ob das bewohnt ist oder nicht. Da will ich jetzt nicht so dicht dran gehen. Aber ich glaube, das gehört noch mit zu dem Gelände hier dazu. Also, wie gesagt, da ist unten ein Haus. Ich weiß nicht, ob da mal welche gewohnt haben. Irgendwie so. Also wie so ein, naja, keine Ahnung, oder? Wie so ein Zimmer, wo so die Auszubildenden schlafen konnten oder so. Ah, ne, das gehört auch noch hier mit zu. Also das Haus gehört mit dazu, das Haus gehört noch mit zum Gelände dazu. Wir haben sie schon die ganzen Kabel rausgeholt. So. Hier könnte es da anscheinend doch richtig entschlingeln.
Deine Mutter ist lässig, aha. Aha. Also hier geht es auf jeden Fall dreistöckig hoch. Aber auch alles so mehr oder weniger polizeilich abgesperrt gewesen. Also wie ihr auch hier sehen könnt. Polizeisperrung, Absperrung. Hier auch mehrere Räume. Da lang geht es. Hier war so wie Küche gewesen. Da lang. Hier war ein Zimmer, wo man dann schlafen konnte. Hier war dann ein Bad. Also fragt mich nicht, was das mal war, aber das muss ja irgendwas mit Förderschule zu tun gehabt haben, was mit Ausbildung zu tun gehabt haben. Das kommt dann ja fast so vor wie so ein kleines Ferienlager oder so. Weil ich sage mir nicht überall auch irgendwie so Schlafplätze und sowas. Also schon krass. Auf jeden Fall. Schon echt faszinierend hier. Ja, aber ich würde halt euch gerne mehr zeigen wollen, aber naja. Alleine ist halt immer schwierig. Ja, also auf jeden Fall gehört das auch noch alles dazu. Denn das eine Haus, was halt da ist, gehört noch mit dazu. Das Haus, was da ist, gehört noch mit dazu. Hier steht auch wieder ein Kinderwagen. Ah, ich habe auch schon was anderes noch gesehen. Das werdet ihr, denke ich mal, nämlich auch gleich sehen. Also das werdet ihr auch gleich sehen. Wie gesagt, hier geht es ja noch hoch, da geht es noch hoch. Überall mit Zimmern und oh, guckt euch das mal an hier. Also keine Ahnung, was das für ein Zimmer war, aber so richtig schicke Möbel und so. Noch haufenweise Partyzeug. Hier so Kindersachen noch. War schon voll krass, ey. Ach, TikTok, aha. Naja, wer alles nicht schon hier war, müssen wir euch jetzt nicht zeigen. Es ist unwichtig. Wir machen ja nicht für die anderen Werbung, wir machen ja für uns Werbung. Ja. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Und die Fenster oben sehen alle noch so faszinierend aus, ey. Es sieht nicht aus, als wäre das wirklich alt oder so. Als ob das so seit, keine Ahnung, vielleicht 2 Jahren verlassen ist. Oder so. Aber guckt doch mal. Da oben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber da oben liegt auf jeden Fall noch eine Matratze. Und da ist noch überall Schmuck an den Fenstern und so. Jetzt kommt hier wieder die Hauptstraße. Wir werden oft ein bisschen aufpassen. Mal schnell rüberflitzen. Was steht denn hier noch alle drin? Boah, hier die ganzen Unterlagen, Beamer und so weiter. Das sieht aus wie ein Privathaushalt. Das sind alles alte Bilder und sowas. Darf ich euch zwar nicht so wirklich zeigen. Ja, wo doch, da könnt ihr ruhig mal kurz mitgucken. Nur so alles alte Bilder und so ein Kram. Liegen auch überall noch. Also anscheinend gab es den Ausbildungsberuf mit Gärtner und Gärtnerin. Also was hier nicht alles liegt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, hier liegt ja wirklich noch alles rum. Alle Unterlagen, alles, was man so, ja, alles, was eigentlich verschlossen gehört. Also auf jeden Fall war hier so Gärtnerei-Ausbildung, kann ich euch sagen. Übel krass. Ich weiß jetzt schon, dass das die Jungs übelst faszinieren würde. Also auch Go Outside und TI Adventure, den würde es auch total interessieren. Aber also das ist unnormal, was ich hier sehe. Das ist richtig krass. Also wir haben schon viel erlebt, aber ich sag mal so eine alte verlassene Schule und dann halt mit über 10 Unterlagen und so. Das ist der Wahnsinn. Also ihr scheint auch wie der Hausmeister gewesen zu sein oder halt vielleicht auch. Ah, warte mal, hier steht was dran. Gartenbau. Aha. Ich kann euch jetzt nicht zeigen, weil da stehen halt Namen mit dran. Kann ich nicht machen. Aber Werkausbildung, kreative Gestalten. Ja, also hier war so wirklich dieser reine Galabau. Dann gibt es auch die verschiedenen Steine, die man zum Galabau nimmt. Wartet mal, hier sind noch Bilder. Ich guck mal kurz. Ja, also
Viele Bilder auch hier. Also ich kann euch echt sagen, das ist echt faszinierend hier. Das ist krass. Das ist eine einfach verlassene Schule mit keine Ahnung, was das hier noch war alles. Weil wie gesagt, hier sind doch überall so Schlafräume. Vielleicht war das auch noch ein Kindergarten mit dabei oder so. Kann alles möglich sein, dass das so mehrere Sachen in eins waren. Dass das halt vielleicht so Förderschule, Kindergarten, Ausbildungsberufe, dass das sowas alles war. Oh, guck mal hier. Oh, hier stehen noch Hänger drinnen. Steht noch ein kompletter Hänger. Kompletter Hänger. Da steht noch ein Boot. Da steht einfach noch ein Boot. Hey, Wahnsinn. Guckt euch das an. Hier, so ein richtiger Bootsanhänger. Da ist dann noch so ein kleines Kanu halt mit dabei. Und boah, wer weiß, was hier noch alles so in den meisten Räumen steht. Das ist ja unnormal. Ah, jetzt kommen wir, jetzt sind wir gerade an der einen großen Haupteinfahrt. Da mal schnell vorbeihuschen. Sehe die Jugenddorf, aha. Na gut, wer weiß, was das jetzt hier war. Genau, da hinten waren wir ja schon. Da in der Tür waren wir schon drinnen. Und hier ist halt noch so dieser Basketballplatz mit einem Medizinball. Auch ganz cool eigentlich. Boah. Schon ganz geil. Der Medizinball. So, und jetzt wollte ich nochmal mit euch einen Weg lang gehen. Da bin ich schon ein Stück lang gegangen, aber dann bin ich wieder zurückgekommen, weil ich für euch jetzt das Video machen wollte. Und vielleicht wollte ich jetzt nicht hier schon irgendwo in der Mitte anfangen oder so. Auf jeden Fall, Moment, ich muss mal gucken. Ich glaube hier. Hier komme ich durch. Aber wie gesagt, hier sind auch nochmal diese Räume, wo wir gerade drin waren. Aber wo ich jetzt nicht weitergegangen bin. Ey, und ohne Witz, da steht einfach mal, ja. So richtig lost, muss man einfach mal so sagen. Steht hier einfach mal ein Rollstuhl. Übel krass, Alter. Mich übelst erschrocken vorhin schon. Diesen Rollstuhl hier. Also, ja. Aber er sieht auch noch nicht so alt aus, ne? Also, keine Ahnung. Scheint wirklich erst so ein paar Jahre verlassen zu sein. Hier war auf jeden Fall noch ein Sandkasten, wo ich da durchlaufe. Und hier noch ein alter Fernseher. Und so. Wie gesagt, hier ist dann noch die andere Tür, wo wir unten schon drin waren. Ja, hier war anscheinend auch nochmal. Ach ja, hier war dieser andere Raum, dieser Ausbildungsraum oder so. Also was zur Ausbildung gehört hat auf jeden Fall. Zum Garten- und Landschaftsbau. Haben wir ja nun schon rausgestellt. Oder nee, eigentlich Gärtner und Gärtnerin so. Ach ja, ich erzähl schon wieder Scheiße, ich will, es tut mir leid. So, jetzt gucken wir mal noch. Boah, geht schon übelst lange das Video. Und das würde wahrscheinlich noch viel, viel länger gehen, wenn ich euch alle zeigen würde. Und das war erstmal nur außen, ja, also schon krass. So, jetzt gehe ich für euch noch durch diese magische Tür hier. Um mal zu gucken, was sich hier hinter noch verbirgt. Oh, ey, da geht's noch runter. Das zeige ich euch gleich. Ja, also hier hinter. Erstmal durch diesen ekelhaften Gestrüpp durchgehen. Ich wusste es. Naja. Oh. Ey, ihr könnt euch gar nicht wissen, was ich mir gerade antue. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, ekelhaft. Jetzt bin ich erstmal durch dieses übelste Strip durch die Hand. Ey, guckt euch das an, ey. Als ob das hier wie so eine Ferienwohnung in Wern oder so. Das geht hier einfach übelst weit, ja. Aber ich könnte es euch gar nicht vorstellen, wo ich hier gerade überall durchlaufe. Also auf jeden Fall übelst krass, ne? Sieht ja aus wie so eine Ferienwohnung. Da drüben halt auch. Und hier drüben geht es halt auch noch weiter. Ich bin durch schon so viele Spinnennetzen gelaufen, das ist so ekelhaft gerade. Also wie gesagt, da geht es auch noch übelst weit. Auch noch übelst große Räume und so ein Kram. Also ey, fragt mich nicht, was ich hier noch alles drauf war. Das ist echt unnormal. Und wir sind jetzt nur draußen gelaufen, ja. Und wir haben jetzt ein Video von 20 Minuten. Das müsst ihr euch mal reinziehen, ja. Und wir sind nur draußen lang gelaufen. Wir sind noch nicht mal drinnen gewesen, überall. Also das ist schon echt der Burner. Sieht aus wie so ein kleiner Bunker oder so. Aber da gehe ich nicht rein. Also ist auch krass. Oh, ich glaube, es fängt an zu regnen. Ja.
Gut, dann hat sich ja der Drohnenflug, glaube ich, gerade eben erledigt. Ja, auf jeden Fall. Das ist die alte Schule gewesen. Die alte Förderschule mit Ausbildungsplatz, mit wahrscheinlich Kindergarten und keine Ahnung, was noch alles. Da ist er wieder. Ja, wie gesagt, ihr habt jetzt alles gesehen soweit, was ich euch hier zeigen wollte. Ich weiß, ihr hättet jetzt alle interessant gefunden, wenn ich jetzt noch da reingegangen wäre und hier und da und dit und dit und dit und dit und dit mitgenommen hätte. Klar, hätte mich auch interessiert, so ist es nicht, aber alleine ist immer so eine blöde Sache. Ach, auf jeden Fall, wir haben jetzt festgestellt, es ist eine Förderschule gewesen, es ist Gartenlandschaftsbau gewesen, sagen wir jetzt einfach mal zu. Wahrscheinlich ein Kindergarten und keine Ahnung, was noch alles ist. Also, wie gesagt, das Gelände ist ja riesig. Das nimmt ja kein Ende. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt was in die Kommentare, falls ihr irgendwas wissen wollt. Wie gesagt, wir haben auch mal angeboten, wer mitkommen will, schreibt uns einfach. Vielleicht findet man nochmal die Möglichkeit. Ich bin ab und zu auch öfter mal in Hannover, weil da mein Onkel in der Nähe wohnt. Und vielleicht gibt es ja auch da den einen oder anderen, der uns zuguckt, der sagt, ey, ich möchte mir gerne mal mitkommen. Dann ist Robert zwar nicht dabei, dann bin ich nur damit bei, aber Leute, wir können immer gehen, wenn ihr Lust und Laune habt. Ich sag mal, ich habe ein Handy bei, was gut filmt. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.